Hallo zusammen, hier ist der Andreas in eigener Sache. Hallo zusammen, hier ist der Andreas in eigener Sache, der paranormale Ermittler. Mich hat es letztens aufgeregt oder es regt mich immer noch auf, da man mich als Gaukler hinstellt oder als Scharlatan. Man mir fiktive Tests unterschiebt, die Person, die ich suchen soll, die ich natürlich durchführe. Aber wenn ich nur einen Vornamen habe, der allläufig wie Gerhard lautet, sind viele Gerhards in der Zwischenwelt. Also ist lachhaft, dies als Test hinzustellen. Aber mich regt das auf, dass man in der Öffentlichkeit und im Internet als Lügner, als Gaukler hingestellt wird. Ich zweifle Ihre Arbeiten auch nicht an. Wieso zweifeln Sie meine Arbeit an? Wieso sagen Sie, dass ich es nicht kann? Ich habe so viele Kontakte zur Zwischenwelt, das können die sich ja nicht vorstellen. Und mit den einfachsten Mitteln. Ich habe nicht einen Fuhrpark an Technik, dass ich irgendwelche Schwingungen auswerten muss, um irgendwelche Resultate zu erzwingen, die nach Ja und Nein klingen. Ich spreche mit den Seelen oder mit den Gespenstern und ich habe auch welche in der Wohnung oder im Haus. Das ist alles nicht schlimm. Also hüten Sie sich vor verleumderischen Reden, denn werde ich mich das nehmen, demnächst wehren und gegen Sie eine Unterlassungsklage anstreben. Denn beweisen Sie es mir bitte, dass ich es nicht kann oder dass ich dahin lüge. Das war mein Statement zu dem ganzen Theater. Wenn es Ihnen nicht gefällt, was ich mache, dann gehen Sie doch nicht auf meinen Kanal und tun sich das an. Tun sich doch nicht die Lügen an. Ich mache es nicht für Sie, ich mache das für mich. YouTube ist für mich eigentlich nur ein Portal, wo ich meine Videos hochladen kann und weiter nichts. Ich mache das nicht wegen den Likes oder wegen schöne Kommentare. Ich mache das für mich, für meinen Seelenfrieden. Ich weiß, dass sie existieren. Ich weiß, dass ich mich mit ihnen unterhalte. Es reicht mir. Und außerdem sehen wir uns alle wieder. Wenn nicht hier, dann in Bitterfeld oder in der Zwischenwelt. In diesem Sinne einen schönen Abend und nicht ärgern. Es ist lächerlich. Ich lach mir einen Ast, würde man sagen. Und nun tschüss.